So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ich wollte jetzt Ketten der Vergangenheit als Quest machen. Sprich, wir steigen mal aus. Das wäre hier bei Lilly, sprich mit Lilly. Und ja, gucken wir mal, was nicht mein Problem sie an Ketten in der Vergangenheit noch mit sich rumdreht. Ich habe gehört, du bist bekannt für erfrischende Kräutertränke. Tja, ich habe früher viele verkauft, aber die Fahrerei von Geschäft zu Geschäft war mir zu mühsam. Deshalb versuche ich jetzt, sie online zu verkaufen. Wäre es zu viel verlangt, wenn du mir beibringen würdest, wie man diese Tränke herstellt? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn du versprichst, sie nicht online zu verkaufen. Versprochen. Vielleicht verkaufe ich sie, aber ich werde mich nicht in dein Geschäft einmischen. Darauf hast du mein Ehrenwort. Schon gut, schon gut. Aber es gibt etwas, das du für mich erledigen müsstest. Okay. Und was ist das? Also, vor einem Jahr habe ich einige Materialien gekauft, damit mein Vater das Haus wieder aufbauen kann. Das war mit Zahlungsziel. Die Zahlung ist schon überfällig. Nicht, dass ich jetzt wirklich in Schwierigkeiten wäre, aber ich würde diese Schulden gerne loswerden. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dabei helfen kann, aber ich kann es versuchen. Mit wem muss ich reden? Oh, das würdest du tun? Sprich mit James. Ich hoffe, er kann die Zahlung zumindest noch ein wenig hinauszögern. Okay, James. War das jetzt nicht der Investor? Moment. In der Vergangenheit. Okay. Wenn ich schon mal hier bin. Hallo Lilly. Hast wie du geht's was dir? Zu verkaufen? Schön, dich zu sehen. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich würde gerne handeln. Ich würde gerne handeln. Hast du etwas, das du verkaufst? Sicher. Was brauchst du? Alle Würste, alle Äpfel. Milch, Eier, Erdbeeren. Honig mal noch nicht. So. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu James? War da eine Bushaltestelle in der Nähe? Gucken wir mal. Ach, falsche Richtung. Bushaltestelle. So, Enter für Bushaltestelle. Das war, glaube ich, hier. So. Da ist sogar der Laden. Da gehen wir mal an dem Laden vorbei. Auch hallo, kann einkaufen. Ich helfen? Ja, ich möchte handeln. Möchtest du handeln? Ja, möchtest du handeln? Natürlich. So, Zucchini, Tomaten. Honig ist mir immer zu teuer. Hier war kein Coffeeshop daneben. So, dann gucken wir jetzt zu James. Ach, das war der Bauunternehmer. Okay, vielleicht bekommen wir ja unseren Plattenwagen zurück. Hallo. Ich muss mit dir über Lilly reden. Ich habe gehört, sie schuldet dir noch Geld. Das stimmt. Warum? Ich frage mich, ob ich ihr helfen kann. Nun, ich kann es mir nicht leisten, ihre Schulden direkt zu bezahlen. Aber vielleicht gibt es einen Weg, das Darlehen zu verlängern? Ich weiß nicht. Ich warte schon seit einem Jahr auf mein Geld. Außerdem muss ich mich um meine eigenen Probleme kümmern. Ich kann mir Wohltätigkeiten einfach nicht leisten. Aber warum arbeitest du nicht für mich? Wenn du mir hilfst, könnte ich im Gegenzug Lillys Schulden reduzieren. Du könntest sogar etwas Geld für dich selbst verdienen. Was meinst du? Was genau hätte ich zu tun? Ich bin im Tourismusgeschäft tätig und biete Ferienhütten an. Ich habe viele Jobs anzubieten, aber nicht genug Arbeitskräfte. Ich könnte deine Hilfe bei diesen Hütten gebrauchen. Ich bin interessiert.
Wo ist der Haken? Leider habe ich mehr Kunden mit Zahlungsverzögerungen wie Lilly. Zwei Folgen schon. Ich kann es mir also nicht wirklich leisten, Baumaterialien zu kaufen. Du bist so ein anderer. Aber wenn du das alte Sägewerk betreibst, kannst du doch eigene produzieren, oder? Okay, ich hab's verstanden. Du lässt mich die Hütten mit meinen eigenen Baumaterialien reparieren und im Gegenzug werden Lillys Schulden geregelt, richtig? Aber was ist für mich drin? Ich biete eine nachhaltige Geschäftsmöglichkeit. Erledige den ersten Auftrag und Lillys Schulden sind Geschichte. Dann sind wir Partner und ich werde dich bei jedem Auftrag für deine Hilfe und Materialien bezahlen. Abgemacht? Klingt fair. Abgemacht. Okay, ich habe ja sogar noch auf diesem Fahrzeug eigene Bretter. Dann fangen wir mal an. Das ist auf jeden Fall der Typ, für den wir schon die anderen Ferienhäuser gebaut haben. Ja, so als kennt er mich nicht. Naja, gut. So. Also das war die Tür. Tür mache ich ja sonst immer als letztes. So, mehr Bretter. Da muss ich... Nein! Nicht einsteigen. Vielleicht noch ein paar Bäume sägen müssen, weil die guten trockenen Bretter bekommt er nicht. Nicht ganz fertig. Da noch ein bisschen Dach und da. So. Erste Hütte erledigt. Neue Bretter sehen echt nicht schlecht aus. Nein, nicht einsteigen. Aussteigen. Nicht die Säge.
wenn dann noch ran. Mich raus, danke. So, da. Da noch. So. Nächste Bude fertig. Wir haben 38 Bretter noch. Zwei Bretter, das reicht für die kleine Spitze. Na gut, müssen wir noch ein paar Bretter holen. Bin ich mir total unsicher. Bekomme ich den britischen Wagen, wenn die Quest zu Ende ist oder nicht? Scheiße. Wobei, wenn ich regelmäßig für den arbeiten soll, könnte ich es mir vorstellen, dass er mir die Schlüssel überlässt fürs Auto. Ach so, das ist Möbelfabrik. 200.000? Okay. Ich schau mal rein. Spanplatten. Spanplatten. CNC-Fräsmaschine. Eine Drehmaschine, aber als CNC fehlen mir da noch ein paar Nummernblöcke zur Eingabe. Naja, egal. Wahrscheinlich CNC-Drehmaschine, die du nicht direkt ansteuerst. So, wir fahren mal weiter. Ach so, das ist der Holzmarkt hier. So, lasst mich vorbei.
werde noch ein paar Bäume fällen einfach. Ein paar stehen bei uns auf dem Hof noch rum. Das sollte ich gleich machen. Bis die angetrieben sind. Angeschwemmt wurden. Dauert das wieder. Passt, so. Gucken wir. Birkenfichten. Ist unser Grundstück. Da lag sogar noch was. So, Baum fällt. So. Baum fällt. Das ist ein kleiner Busch, aber du bist noch ein Bäumchen. So, also als Holzmenge müsste das bequem reichen. Aufsteigen. Ja, da liegt doch schon eine kleine Ecke. Achso, wir beenden mal die Folge hier. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.